So, moin zusammen. Weiter geht's. Mit Witcher 3. Ja, ich werde hier nicht klauen. Ich möchte hinten aber unbedingt mal rüberschauen. Ich hoffe, ich stürze nicht ab. Hier liegt nämlich noch ein bisschen was. Das wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Mal kurzer Blick auf die Karte. Markierung, ja, das brauche ich nicht unbedingt. Bis zu 10 spezielle Markierungen, okay. Ja, über die Brücke kommen wir nicht. Hier ist irgendwie noch was im Wasser. Wenn ich mich richtig erinnere, war das ein bewachter Schatz. Werde ich später mal gucken gehen. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Jetzt kümmern wir uns um die Hauptquest. Oh Gott, wo will er denn abbiegen? Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Hauptquest. Hinterm Tor rechts haben wir gesagt. Ja, hier ist nämlich kein Diebstahlsymbol. Das heißt, ich kann mir noch mal ein bisschen Kram mitnehmen. Ärmlich, finster und übel riechend. Gehege gelandet. Da ist ein Pilz. Tür ist abgeschlossen. Okay, wie sieht ja aus hier. Gehe ich nochmal ein bisschen. Ups. Nochmal ein bisschen erkunden. Aber hier unten ist, glaube ich, nichts. Das ist nur so ein abgestürzter Turm oder sowas. Art, ne? Mal gucken, was ist da? Ach so, Licht könnte ich ausmachen. Ja, hier auf jeden Fall vorsichtig sein. Garnison ist nicht ohne, denke ich. Willkommen am Arsch der Welt. So, gibt es denn irgendwas, das ich mitnehmen kann für Lau, ohne auf den Sack zu bekommen? Ich glaube fast nicht. Ja, Pilze höchstens. Könnte ich später zur Not noch verkaufen. Ja? War Wort. Verbana sieht, oder Verbena, oder wie das Kraut heißt, sieht ein bisschen aus wie eine Eistüte. So, hier sind wir wieder draußen. Da wird geklaut. Nee, lasse ich auf jeden Fall. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal wieder und kann dann hier ein bisschen Kram mitnehmen, ohne dass die Wachen mir dann auf den Sack gehen. Gut, rechts im Turm, sagt er. Rüstung aufwerten. Verwende spezielle Rüstungsschmiedetische, um deine Rüstung vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf deinen Rüstungswert. So. Nehme ich mal mit. Kann deine Schaden. Aber Soldaten sind auch nur Menschen und müssen essen. Ja, Exzellenz. Der Bana, ja, so ein bisschen sieht das aus wie eine umgedrehte Eistüte. So, gut. Da ist noch ein Schleifstein, den nehme ich auch mit. Und die Truhen auf jeden Fall Finger weg. Pusteblume nehme ich nochmal mit. So, und weiter geht's. Ups. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Er ist ja nett. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt.
Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Gut kombiniert, Watson. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja. Natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Der hat irgendwie Ähnlichkeit. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Ich rede gleich weiter. Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Mhm. Ich finde ja total Ähnlichkeit mit diesem einen von Game of Thrones. Brom oder wie er hieß oder so mit seiner komischen Knubbelnase da. Der den Zwerg immer beschützt hat. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Jo, der ist da. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Bestimmtes Kraut, mehr Infos. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Missler. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Cool, machen wir. Tomira und Mislav. Danke. Es so und jagten. Dir eine gute Jagd. Wenn deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du R3 drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Finde den Jäger nach dem Fundort, schließe den Greifenabtrag ab. Frage den Jäger nach dem Fundort der Leichen. Ich finde den Jäger. Gut. Schon von der Freiheit-Brigade gehört. Hier geht's irgendwie noch hoch. Wawort! Auch schon bessere Tage gesehen, ne? Ja. Mehr Ruine als Garnison. So. Vorbei an den netten beiden Türstehern. Der Kaiser wird uns führen. Huch, was ist los? Schnellreisen. Achso, hat uns nur den Tipp gegeben mit der Schnellreise.
Aber so weit ist es nun auch wieder nicht. Und jetzt werden auch mal die Filter angezeigt. Über die Karte. Aber da werde ich einfach mal hinflitzen. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Schnell. Ich denke nicht. Na, pack mal das Messerchen wieder weg. Die lasse ich. Ups. Mal hoch und Gas. Okay, ich muss plötzlich mal zu Atem kommen lassen, sonst werde ich gleich abgeschmissen. So, und da sind wir auch schon. Oha, that's it. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Verwende der nächste Sinne, um den Jäger zu finden. Ja, schauen wir doch mal. Da sind die Spuren. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Dann hole ich ihn noch ein. Das ist er auch schon. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe. Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlaupt zu spät. Noch ein Angriff. So, Quen ist aktiv. Ist ja. Na komm ran. Ein bisschen blöd, dass er nicht automatisch das Schwert gezogen hat. Ist ja eigentlich eingestellt. So.
Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin selbst ein Sonderling. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. So ein Sonderling. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Gehen wir. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Ja, Feld herbeirufen brauche ich nicht. Mislav ist auch zu Fuß unterwegs. Bin ich überhaupt, ey? Na, guck mal, ist gar nicht so weit. Hackengas. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Nichts zu trauern, sie waren Nilfgaarder. Nichts zu trauern, sie waren Nilfgaarder. Sie waren Jungs wie die unseren, nur in schwarzer Rüstung. Ist das da vorne ein Schild? Jetzt Weidmanns Heil. Mal kurz gucken. Ja, Tatsache. Oh, das habe ich nie gefunden. Ja, wie gesagt, zwischendurch immer mal wieder irgendwo auf Kundschaft gehen, das lohnt sich immer. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ein Lager? Die Nilfgaarder haben gefeiert, der Greif hat sie gestört. Kommt schon wieder ein Hund oder sowas. So, die nächste Spur ist hier vorne. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. So, die Wölfe lasse ich dann mal. Schwer gepanzert und dann sind die hier hochgeklettert. Oder runter. Die Schuhe reichen, zeigen ja in die Gegenrichtung. War schwer gepanzert, so ein Felsen runter, stelle ich mir auch nicht entspannt vor für die Knie. Vorsprung festhalten mit Kreis. Achso. Ups. Abgerutscht.
Und hopp. Nochmal ein bisschen Honig mitnehmen hier. Sehr schön. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Oh, da liegt ja noch einer. Jedenfalls die Leiche Teile. Ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergemacht hat. Ein langsames Sterben. Jo. Sieht nicht schön aus. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. So, ins große Nest gucke ich gleich. Erstmal hier so die umliegenden Sachen abgrasen. So. Magie. Ein Ort der Macht. Cool. Ein Fähigkeitenpunkt oder Fertigkeitenpunkt. Charakterfenster. Schaue ich kurz mal rein. Fähigkeiten zum Aktivieren. Okay, ein Punkt. Gut, das ist dann der Fähigkeitenbaum quasi. Schneller Angriff, starker Angriff, Verteidigung. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%, das nehme ich mal mit. Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du auf einen freien Fertigkeitenplatz ablegst. Yep. Gut, dann zurück. Im Lager. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. 22 Kronen. Nochmal gefunden. Wählender Langschwert, Spaltbolzen und noch ein Buch dabei. Ja, wer lesen möchte, kann gern das Video hier einmal entsprechend pausieren. So, und bleibt nur noch der Greif. Den untersuchen wir jetzt. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. So, dann untersuchen wir mal die Wunden. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesel hier reden. Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals deinen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstung anfertigen. Sag bloß. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Super. Hier liegt da noch was. Oder? Nee, kann ich nichts aufnehmen. Von da komme ich auch. So, völlig verlaufen hier. Ohne Karte und Radar.
Wäre ich hier völlig aufgeschmissen. Da geht's zurück ins Dorf. Ja, schaue ich mir mal die Quests an. Ups, schließe den Greifenauftrag ab. Sprich mit Wesemir, empfohlene Stufe 3, okay. Dann würde ich als nächstes sonst den ersten Hexerauftrag machen. Reite ich da mal als nächstes hin. Einmal außen rum reiten, damit plötzlich sich nicht die Haxen bricht, ja? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, Sven ist noch eine Zeit lang verstärkt. Nicht zu schnell, Plötze. Okay. Da kommt ein Rudel Wölfe an. Ich würde mal sagen, ich verkrümmel mich. So, da sind wir auch schon. Langsam, langsam. So, dann würde ich aber sagen, hier mache ich Schluss. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Odolan nach dem Auftrag fragen. Und dann starten wir unseren ersten Hexauftrag. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.